Moin Moin, willkommen zurück hier bei SeaShorts und World of Warships. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Replay. Hier diesmal mit der Scharnhorst, ein Schiff, was wir bis jetzt noch nicht im Replay hatten. Ein tolles Gefecht. 12 Killer führt die auf Goldhaber aus. Und ja, kurz zu 12 Killer. Er hat in World of Warships knapp 2700 Gefechte, ein bisschen mehr. Mit der Scharnhorst selbst hat er noch gar nicht so viel Erfahrung, die hat er nämlich gerade erstmal einen Monat. Nach dem, was ich in seiner Statistik sehen konnte, für die Freunde der Statistik, ich weiß, die sagt nie immer alles, er macht einen Durchschnittsschaden mit dem Dampfer von 72.600 Damage pro Gefecht, was ganz ordentlich ist, denke ich. Wie gesagt, er hat die Scharnhorst seit Mitte Juni und ist ebenfalls seit Mitte Juni Mitglied in Mit freundlichen Grüßen, einem World of Warships Clan, den wohl jeder irgendwie schon mal gehört hat oder kennt, hier in der zweiten Gruppe, also MFGZ. Zu dem Clan kann man sagen, dass er zurzeit oder in der vierten Liga von League of the Seas gespielt hat und diese Liga quasi gerockt hat. 14 Siege, eine Niederlage, eine deutliche Tendenz und den Aufstieg in die dritte Liga klar gemacht. Zumindest wurde mir das so übermittelt. Ich selber habe es nicht mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Er hat zu seiner Scharnhorst mir geschrieben, er fährt sie abhängig von dem Gefecht, was er quasi zusammengestellt bekommt. Wenn er Low Tier ist, also wenn Achter in seinem Kampf mit drinne sind sozusagen, fährt sie eher als Schlachtkreuzer, das heißt immer Low Profile, Spitze zum Gegner, möglichst keine Breitseite zeigen. Und wenn er selber High Tier ist, dann gibt er ein bisschen mehr Gummi oder riskiert auch ein bisschen mehr. Und wenn wir uns das Gefecht so angucken, dann ist er hier nicht in einem Gefecht, wo man sagen kann, dass er hier Low Tier wäre, sondern ziemlich weit vorne mit dabei. Gucken wir mal, wie sich hier das Team Grün verteilt. Ein Team fährt nach links, eins nach rechts. Er ist hier mit einer Gneisenau zusammen, mit der er auch zusammen fährt. Und hat einen Aufklärer, den Nikolas, vorne dran. Und der Gegner ist aber auch schon da. Die Mutsuki hat sich auch schon mal gezeigt. Im Moment muss man wohl noch ein bisschen sondieren, welche Gegner man zuerst beschießt. Aber ich habe schon mal reingeguckt. Das Gefecht ist noch richtig geil. Also da könnt ihr euch auch was gefasst machen. Die erste Salve ist in der Luft. Persönlich möchte eigentlich auch mal ganz gerne die Scharnhorst haben, weil mir die Graf Spee richtig liegt. Ich habe mehr als 110 Gefechte mit der Graf Spee und das hier sind ja quasi die gleichen Türme und bin schon so ein bisschen hieberig da drauf, aber ich möchte auf jeden Fall warten, bis sie mal im Angebot ist. Das ist so mein Plan bei der ganzen Geschichte, aber ich werde sie definitiv auch mal ausführen, wenn ich sie dann habe. Da freue ich mich schon drauf, aber manchmal ist ja halt die Wartezeit auch die schönste Zeit, ne? So, die Nikolas hat vorne Nebel gelegt, die kann er schon mal gut ausnutzen, um wenn er da jetzt reinfährt. Jetzt ist er entdeckt, aber ich glaube, er kann davon einen Vorteil ziehen, wenn er das jetzt nutzt. Was kann man zur Scharnhorst sagen? Scharnhorst kennen ja sicherlich viele oder jeder von euch, ist in dem Spiel ja schon ein bisschen länger integriert. In Dienst gestellt 1939 in der Realität, ja, war einer der ersten beiden größeren Großkampfschiffe sozusagen. Die Gneisenau kam zuerst, danach kam dann die Scharnhorst mit den kleineren Geschütztürmen, dafür jeweils ein Rohrmeer und eine schnellere Nachladezeit hier im Spiel auf jeden Fall. Und ich glaube, das war in der Realität auch so, wenn sie nicht so schwere Mumpeln durch die Gegend tragen mussten. Hier reden wir von 283 mm. Und bei der Gneisenau haben die Geschosse 380 mm. Ist also schon spürbar und auch hier im Spiel vernünftig dargestellt. Oh, im Moment bewegen wir uns hier noch im Bereich des Geplänkels, wie immer am Anfang. Da ist ein gegnerischer Scharnhorst auch vorne mit dabei. Mal gucken, ob er die noch zu Gesicht bekommt. Jetzt geht es erstmal auf die Mutsuki. Ja, das war eher nix. So, er guckt auch immer schon Torp hin und her. Ist sehr, sehr, sehr agil in seinem
in seiner Bedienoberfläche. Oh, geht jetzt auf die Nagato und lässt mal gucken. Jo, 8000. Ganz gut. Der AP-Schaden maximal beträgt hier 7000. Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. 7600. Der HE-Schaden 3200. Mit einer Brandwahrscheinlichkeit von 20%. Jetzt hat sogar die Sekundär losgelegt. Offensichtlich. Und hat gleich einen Brand verursacht. Jetzt hat er schon seine 21.000 zusammen auf der Uhr. Die Gneise nach vorne frisst Torps. Zieht sich dann aber doch eher zurück, weil seine Front hier doch ein bisschen eingeschränkt ist. Wir haben hier eine Colorado, eine König, eine Gato, eine Shanos, eine Muzuki, Miyoko, die hier hochrushen. Eine Algerie kommt von hinten noch hinterher. Das sieht im Moment eher so aus, als ob Team Green hier verliert. Ich hoffe nicht, dass das nochmal eine Niederlage ist. Weil davon hatte ich in der letzten Zeit, glaube ich, zwei Stücke hintereinander vertont, kommentiert. Schießt nochmal auf die König und dann wollen wir mal gucken, wo kommt denn das her? Das sieht von der Flugbahn her sieht aus wie von der Algerie, aber es gibt auch noch den Zerstörer da. Da torbt er einfach mal auf Verdacht in die Ecke. So, auf die Miyoko. Die Flugbahn ist nicht schlecht. Aber doch nur Wasser getroffen. Jo, Brand lässt er weiterbrennen, sinnvoll. Bei einem Brand, das macht nichts. Er weiß selber, wie er geskillt hat. Das hat er mir nicht verraten, wie sein Kapitän geskillt ist. Ein bisschen was könnt er vielleicht beobachten. Kann man vielleicht beobachten. Aber jetzt wird sich eher wieder Richtung Basis orientiert. Team Grün hat alle ihre Zerstörer schon verloren und einen Kreuzer. Der Gegner hat jetzt einen Zerstörer und einen Kreuzer verloren. Und ist somit 150 Punkte vor. Da gehen Torps auf. Und der Podowski. Ja, da ist keine Gefahr für ihn, wenn er so weiterfährt. Und da kommt eine Algerie frontal. Wie gesagt, selber habe ich noch keine Fahrerfahrung auf der Scharnhorst. Bin sehr, sehr gespannt. Das ist auch für mich so ein bisschen How to Drive Scharnhorst, so nach dem Motto. Oh, da vorne ist die Muzuki. Mal gucken, ob er die jetzt vernünftig trifft. Das wäre sehr hilfreich. 760. Oh je. Aber die Pensacola, die könnte vernünftig drauf wirken. Zeigt natürlich Breitzeit zum Gegner, ist dann auch wieder. Ja, schön vorhalten bei der Algerie, super gemacht. Gucken wir mal, ob er dafür belohnt wird. Jo, Doppelzitadelle. Sehr schön. Auf 12 Kilometer eine Doppelzitadelle. Jetzt hat das Ding noch. Hat die Algerie noch 9 machen. Jetzt ist sie tot. Das hat dann ein anderer für ihn erledigt. Hervorragend. So was lobe ich mir doch. Jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus für das grüne Team. Nur noch ein Schiff in Rückstand. Oh, Team Rot muss hier aufgehalten werden. So ein bisschen Timeplay. Dann müsste man mal gucken, ob man vielleicht unten noch was erreichen kann. So, ein paar technische Daten zur Scharnhorst vielleicht. Sie ist 30 Knoten schnell, konntet ihr selber schon sehen, hat 56.300 Trefferpunkte und eine Schadensverringerung für Torpedos von 22%, was nicht schlecht ist auf der Tierstufe. Was richtig geil ist, 14 Sekunden Ruderstellzeit, standardmäßig, das kannst du also noch runterskillen, wenn man das möchte. Und eine Feuerreichweite auch hier im Radar zu sehen, auf der Map 19,9 Kilometer, ist also nicht so ohne.
hat drei Torpedos an jeder Seite, die 64 Knoten schnell sind und eine 6 Kilometer Reichweite haben. Nachladezeit für die Torpedos sind 68 Sekunden. Also alle Minute kannst du da ein bisschen mehr als eine Minute, kannst du da drei Torpedos in jede Richtung raushauen. Das ist sicherlich nicht zu unterschätzen. Schöne Alternative sozusagen, wenn man dann ganz nah rankommt. So, einmal die Torps einfach in die Mitte gehauen. Und die rote Flotte, die fährt jetzt in der Mitte durch, um zur Basis zu kommen. Und jetzt zeigt die Miyoko-Breitseite, das ist doch eine dankbare Geschichte. Also komm, das sitzt er jetzt, oder? Yep, 12.000. Keine Zitadelle allerdings. Hätte ich schon gedacht. Bei dem Flugwinkel sah das eigentlich gar nicht so schlecht aus. 7 Sekunden kann er nochmal feuern. Breitseite oder? Ja, er schießt noch an der Breitseite. Da ist die Zitadelle down. Das war zu erwarten bei der Breitseite. So was sollte man der Scharnhorst als Kreuzer nicht zeigen. Perfekte Kreuzerjäger. Kurze Reloadzeit. Wendig. Gut gepanzert. So, jetzt geht's auf die andere Scharnhorst. Mal gucken, was er da an Schaden machen kann. Sieht gut aus. Und das waren dann auch nochmal 4.000, wenn ich das richtig gesehen habe. So, einmal die Karte eingeblendet, so eine Übersicht verschaffen. Und jetzt geht es um die Nagato. Zack, zack. 9.000 erstmal gleich kassiert, die Nagato. Er selber hat allerdings auch gut kassiert. Sekundärfeuer ist eröffnet, die König ist auch noch da. Er legt sich jetzt hier mit zwei Schlachtschiffen an. Nagato breitet jetzt für ihn, die König kann auch alle Türme benutzen. Oh, 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 schnell den Arsch einziehen. So, einmal auf die König, 7500, ein Unterstützer hat er kassiert. Wie geht's weiter? Einmal grob getorbt die Königsrichtung. Und das Fratzengabala geht weiter auf die Nagato mit der Sekundär. Wirkungstreffer auf dem Hauptturm, gleich repariert. So, Türme drehen. Und er fährt da gleich wieder raus, damit er mit der anderen Seite eventuell auch länger torpen kann. Geht den Torps hinterher. Dann wollen wir mal gucken. Was er hier machen kann. So, da fährt eine König direkt in ein Torp. Und oh, auf die kurze Entfernung. Und nur noch 2.500. Aber da liegt gestern auch mit einem anderen Schiff. Da denkst du echt, was machst du falsch? Aber ziehen. Manchmal ist da halt auch noch ein bisschen einfach Glück mit dabei. So, abwarten, abwarten, abwarten. Torps raus. Die König wird fressen, das ist sicher. Die kann man wahrscheinlich schon... Ja, einzeln geschossen. Hervorragend. Schade, schade um die Torps. Das wäre sicherlich optimaler möglich gewesen, wenn er die Torps hätte einfach laufen lassen. Und die Geschütze schon auf die Nagato gesetzt hätte. So, was wird das jetzt? Er will ihn doch nicht wegrammen. Nee, will er nicht. Er hat schon Fahrt rausgenommen. Stellt sich jetzt frontal zur Nagato. 4.000, 5.000, 141.000 Schaden hat er zusammen. Jetzt fahr rückwärts. Nicht kollidieren. Ne, Winkel für die Torps sind noch nicht da. Und die Nagato vermasselt. 2.500. 406 mm oder 410 mm von der Nagato auf die Scharnhorst. Und eine Dreifach-Zitadelle. Und down. Unglaublich. Das ist ein Manöver, das musste man machen. Großkaliber kassiert, vernichtender Schlag kassiert. Nicht schlecht. Coole Idee. Gut umgesetzt. So, jetzt geht's um die Colorado, die da auf 8,7 Kilometer noch ist. Das Team führt jetzt. Durch die Aktion ist das natürlich ganz schnell in die andere Richtung umgeschlagen. Einmal Torps raus, grob in die Richtung. Und steht unter Beschuss. Beschussanzeige ist schon da. 5.300 kassiert. Jetzt aber schnell ins schmale Profil. Da kommen die nächsten Mumpeln. Festhalten, Leute. Ordentlich gescheppert. 5.3. Und Sekundärreichweite ist auch schon wieder da. Geht's über die Berge rüber oder doch? Ja, gerade. Perfekter Bogen über die Insel. Schönes Ding. So, die Torps gehen in Leere.
Und auch da Small Profile. Jetzt sollte es doch eigentlich einigermaßen entspannt laufen hier. Was heißt entspannt, aber mehr Small Profile kann ich machen. 9-3. Ah, spitzer drauf zufahren. Sekundärfeuer immer noch. Die Hälfte der Energie hat die Colorado noch. Oh, du Schande, hat er gefressen. Frontal 14.000 Damage, wenn ich das richtig gesehen habe. Und hat die Torps noch rausgejagt, ist jetzt tot. Wird wohl versinken. Oder ist. Ja, gut. Er versinkt. Mal gucken, ob die Colorado auch versinkt. Spannung bis zum Schluss. Ja, Treffer. Geil. Und noch ein Abzeichen kassiert. So kann man das Gefecht natürlich drehen. 217.000 Damage, fast 218.000. Ordentlich was mitgenommen, 4 Abzeichen, 7 Zitadellen, 3 Schiffe zerstört, deutlich Platz 1 mit dem doppelten Punkt, mit der doppelten Punktzeit zu Platz 2. Hervorragend gemacht. Gab sicherlich noch ein, zwei Sachen, die man vielleicht heute sogar noch besser machen können, aber das ist im Nachhinein auch immer leicht gesagt. Wir als Seacrowds sagen danke für Zusenden, danke für Zusehen. Wir freuen uns über eure Likes, über eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Maracha. Ciao, ciao.